Dann fangen wir an. Wie immer einfach mit drei kurzen, eineinhalb Minuten. Und ich würde sagen, die drei kurzen, dreimal eineinhalb Minuten, die sind ja gedacht für unser Gehirn, dass das einfach schneller wird. Okay, ja, fangen wir an. Wenn man das rüber misst, dann ist der Schenkel um einiges dicker und auch weiter vor. Mhm. Und hier, glaube ich, weiter rüberschieben. Und lasst euch einmal wirklich auf so einen Po von hinten ein. Das ist ein wunderschönes Volumen. Und jede Pobacke hat jeweils eine andere Kontur. Kein liegendes B machen oder so, sondern... Noch dazu, wenn sie so schräg steht, dann hat sie auf der einen Hüfte die Kraft, wo sie stehen muss, und die andere ist locker, und das sieht man hinten an dem Pobacken. Wie geht's dir? Passt. Noch zwei, drei Minuten? Okay. Wieder umfestigen, das ist ganz, okay, angenehm. Ja. Also wenn ihr mal... Er kommt und hier rumgeht, der Fritz König hat wunderbare Zeichnungen mit Kreide, mit Tafelkreide oder mit, naja, farbiger Tafelkreide dann. Und wir haben hier eine hängen. Ich möchte gern, dass wir die Masse von der Hüfte, vom Po, von den Oberschenkeln einmal angeben, mit einer Kreide, die wir durchgebrochen haben, und quer. Also wirklich so, da sehe ich. Und dann geht es da runter. Auf diesen Po, dann den Rücken hoch und machen uns klar, das ist gebogen, da hat sie die Massen, da hat sie den Oberschenkel. Und dann kann ich die Kreide drehen und mit der abgebrochenen Kante dann ganz gleich, ob ich über diese Kreide jetzt drüber hinausfahre oder nicht, einen sensiblen Strich machen. Ich bin überzeugt, er hat zuerst mit einer Kreide quer da diese Massen angegeben von dem Pferd. Das hat auch was zu tun mit uns, dass wir die Massen spüren und erfüllen. Und dann hat er drüber gezeichnet. Und den Kopf auch bloß so als Form oben angeben. Gut, und dann kann man jetzt ganz sensibel diese Linie, wenn ich jetzt von ihrem rechten Ellbogen aus runtergehe, das würde ich jetzt mit der Spitze oder mit so einer Bruchkante oder sowas machen. Und das muss jetzt gar nicht entlang von dem, was wir vorgezeichnet haben, gehen, sondern das kann einmal reingehen und kann einmal drüber hinausgehen. Schau mal, wie die schon da steht. Du hast sie schon. Du hast auch bereits die Füße. Es ist eigentlich alles schon da. Bis zum obersten Kniespitze. Bei ihr messen. Spitze nach. So und dann so raufschieben. Ja, so lang ist es oder so oder so. Okay, da draußen das Verhältnis messen, mit deinem Auge auch in der Höhe. Und jetzt schauen, was ist länger? Die Arme sind länger als nach oben. Ja, also was ich jetzt bezeichnet hatte. Also wenn ich jetzt vom Scheitel bis zum Knie gehe. Genau. So. Und das dann das jetzt umdrehe. Dann
sind die Arme sogar nicht gut, sind jetzt nicht dran. Also könnte ich hier noch ausgehen. Das heißt, wir haben von hier bis hier und da ein Quadrat. Ja. Dann machen wir doch jetzt einmal ein Quadrat aufs Papier. Und da oben muss jetzt das Knie rein. Mehr Platz haben wir nicht. Mit der Hälfte. Wie weit komme ich da? Da ist die ganze Länge. Okay. Und jetzt müsste die Hälfte zweimal reingehen. Bis zum Nabel und oben nochmal. Ein bisschen weiter bei uns, ja, genau, gell? Ja. Wo genau? Ich will es ganz genau wissen. Ein Stück drüber. Das sind jetzt gerade diese Knochen von den Rippen. Stimmt das? Ja, nicht ganz. Ich möchte es ganz. Einmal ganz genau. Ganz genau, stimmt. Dann gib mir Ruhe. Also hier finde ich das Volumen sehr schön. Ja, wie das. Und auch diese angegebenen Ameisen. Die geben mir ein enormes Volumen. Aber ich habe einen Fuß. Genau. Und einen schönen Fuß. Auch wie der Oberkörper drin sitzt in dem Becken. Also das finde ich echt toll hier. Also, ich nehme ein Blatt und zeichne die Größe einer Postkarte dreimal drauf. Das umfahre ich dreimal, damit sich dieses Format in mein Gehirn eingräbt. Um das geht's. Links unten an der Postkarte habe ich meinen Daumen. Ich weiß also, wenn ich hochschaue, immer links unten die Ecke von dieser Postkarte. Und jetzt schaue ich nur noch aufs Modell, 2 Minuten, und zeichne das Modell, ohne auf dieses Papier zu schauen. Das ist etwas, was unheimlich konzentriert und was uns ermöglicht, in die richtige Hirnhälfte zu rutschen. Probieren wir es mal. Und nehmt von dem konzentrierten Strich was in die nächste Zeichnung mit rein. Also dieses genau aufs Modell schauen. Und dann wieder rausschauen. Und dann weiterfahren. Dann brauche ich nicht schauen, wo ich bin. Und dann kommen wir auch allmählich zu diesem einem konzentrierten Strich und das Fell verliert sich. Übrigens, ein Fell hat von euch fast niemanden, eigentlich niemanden mehr. Spitze! Okay, wir müssen hier Schluss machen.